Nun kommen wir zu unserer Nummer 1. Ich glaube, man muss keine langen Worte mehr machen. Die letzten 8 Minuten, 6 Minuten dieser Sendung gehören ihm und seiner Nummer 1. Wenn es hierzulande einen Sommerhit gibt, dann ist es seiner. Jürgen von der Lippe. Servus. Tschüss. Viel Spaß mit Jürgen von der Lippe. Servus. Guten Tag. Schön, dass Sie alle da sind. Ich hatte schon mal... Oh, danke schön. Und wo soll ich die jetzt hin tun? Ich hatte schon mal auf einem Rockfestival vor 30.000 Menschen zu tun. Da habe ich Erdnüsse verkauft. Ja, Sie lachen. Ich hätte bald gar nicht kommen können. Ich bin aus dem Fenster gefallen. Habe aber zum Glück nichts gebrochen. Nur ein bisschen Kartoffelsalat. Kennen Sie den... Danke. Ich habe noch nie Blut... Dankeschön. Wenn Sie die anderen Geschenke bitte nur so aufhäufen wollen. Ein Bild, Schätzler. Oh, das ist aber lieb. Dankeschön. So, du hältst das mal bitte so lang. Danke sehr. Ha! Kennen Sie den Unterschied, ob man aus dem ersten oder vierten Stock fällt? Wenn man aus dem ersten Stock fällt, geht's POM! Aus dem vierten Stock fällt, geht's ha, pom. Das sind so Sorgen. Haben Sie Lust mitzusingen? Gut, dann gebe ich Ihnen mal Ton. Playback ab, bitte. Guten Morgen. Herrlich. Wir schwingen unser linkes Bein behende aus dem Bett. Der Bettvorleger gibt uns Schwung bis direkt vors Klosett. Und wo wir schon mal da sind, da bleiben wir auch hier. Oh, fertig. Wo ist das Papier? Guten Morgen, liebe Sorgen. Sie werden ja immer schneller, so schnell kann ich nicht. Wenn ein Tag so wunderschön beginnt, ist alles drin. Heute bleibt die Dusche kalt, das Wasserrohr ist hin. Wir gleiten auf den Fliesen aus und prellen uns den Steiß. Als Krönung schmeckt der Kaffee heute irgendwie nach Schweiß. Die Zeitung ist geklaut, was soll's, die schreiben eh nur Dreck. Ein Zettel auf dem Tisch, für mich, aha, die Frau ist weg. Mit meinem Auto, meinem Hund, das nennt die nur Liebe. Die Pornosammlung hat sie auch. Gelegenheit macht Diebe. Guten Morgen, liebe Sorgen. Ich trink mir ein, steig ins Auto, trete voll aufs Gas. Entenjagen macht besoffen doppelt so viel Spaß. Wieso hat der vor mir jetzt eine Vollbremsung gemacht? Denke ich noch so bei mir und dann wird es Nacht. Ich werde wach vor meinem Bett. Steht ein alter Mann, sagt, wir hatten einen Unfall und grinst mich blöde an. Ich sag, wieso hab ich eigentlich noch das Steuer in der Hand? Er meint, das wird in Engelskreisen Harfe genannt. Guten Morgen! Und jetzt noch ein für Onkel Viktor. Guten Morgen!